Servus Leute und herzlich willkommen beim neuen Ding von Telonym beantworten. So, dieses Mal habe ich was, ist es ein bisschen anders da als sonst. Also erstens, heute kommen nur vier anstatt, also heute werde ich nur vier statt fünf Fragen beantworten. Normalerweise mache ich immer eine saubere Zahl, fünf. Das werde ich dieses Mal nicht machen, sondern nur vier. Das liegt daran, dass ich dieses Mal eine Systematik geändert habe. Normalerweise ist es so, dass ich die neuesten Tells beantworte. Die neuesten. Die fünf neuesten immer, ne? Das werde ich dieses Mal nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil es sind hauptsächlich immer dieselben Fragen und so weiter. Immer dasselbe Thema und so. Und das sind so. Ja. Okay. Um es besser einzuverstehen. Das sind so Fragen, die mich persönlich einfach zu triggern. Warum? Ich werde euch mal eine erzählen. Mich hat zum Beispiel jemand auf Telonym gefragt. Zum Beispiel, ob mir schon mal das Herz gebrochen wurde. Und das sind dann wieder sowas halt, ne? Ich bekomme ständig sowas. Mir hat jetzt schon mal jemand das Herz gebrochen? Bist du Single oder so weiter? Das persönlich sind Fragen, die mich triggern. Und ja, dieses Mal ist es so, dass das System so ist, dass ich mir vor allem auch besser vor allem anzuworten und zum Beispiel nicht immer sagen, ja, keine Ahnung und oder habe ich mir diesmal Fragen rausgepickt. Also ich habe mir Fragen rausgenommen, die ich dann beantworten werde. Das könnten ältere Fragen sein. Es sind vielleicht auch Fragen, die ich vielleicht schon mal beantwortet habe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall deshalb die allererste Frage. Was hast du so gestern gemacht? Was hast du so gemacht gestern? Korrekte Reihenfolge jetzt. So. Gestern war ich früh morgens mit meiner Familie spazieren. So ein bisschen, ja, am Stadtrand. Wirklich, ja, so am Rande der Stadt, am anderen Ende. Und den Rest des Tages dann saß ich eigentlich dann nur noch am Laptop und hab gezockt. Was ich eigentlich fast jeden Tag mache. Das liegt auch einfach daran, aber vor allem eigentlich an sich, jetzt wo es halt auch immer wärmer wird, Sommer halt, ne, ist es eher so, dass ich an sich eigentlich nicht mehr so großartig rausgehe. Weil es halt draußen wirklich unangenehm heiß ist. Ich meine, hier sind kaum großartig Pflanzen. Hier ist auch kaum irgendwie etwas, was kühlt, also Wasser oder sonst irgendwie. Hier fließt kein Fluss oder irgendwie ist auch kein See in der Nähe. Es ist trocken. Jedoch ist es so, jetzt kommt es nämlich. Normalerweise setze ich deshalb eigentlich dann solche immer den ganzen Sommer über dann nur an meinem Laptop, beziehungsweise früher an PC oder auch mal an der PS4. Und das möchte ich diesen Sommer tatsächlich nicht machen. Das möchte ich diesen Sommer nicht machen, weil wenn es dann wieder dann Winter ist, dann kann ich auch nicht raus, weil es dann so ist, dass es dann draußen erstens richtig einfach dann wieder zu kalt, wiederum zu kalt ist und vor allem rutschig. Ich konnte jetzt zum Beispiel diesen Winter kaum rausgehen, weil jedes Mal, wenn es dann geschneit hat, war der Boden noch so rutschig. Mich hat es aber nicht. Ich bin da halber ausgerutscht, Alter. Ja, und dieses Mal werde ich es auch so machen, dass ich den Sommer wirklich draußen genieße und nicht nur immer in der blöden Bude da drin hocke und am Laptop vergammel. Werde ich nicht machen. Aber auf jeden Fall, gestern habe ich, wie gesagt, das war es, was ich ja gestern gemacht habe. Ja. Nächste Frage. Ist es dir unangenehm, mit der Familie spazieren zu gehen? Wenn ja oder nein, wieso? Auf jeden Fall nein, weil, wie ich ja gerade gesagt habe, ich war ja gestern mit meiner Familie spazieren. Ungefähr, glaube ich, eine Stunde oder so, keine Ahnung. Also, nee, und das mache ich, ehrlich gesagt, auch jeden Sonntag. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, gut, weil wenn ich halt einfach so rausgehe, dann ist es immer in der Gegend. Dann ist es immer in der Gegend und so, und das habe ich auch persönlich ja keinen Bock mehr hier in der Gegend. Mm-mm. Nein. Ich werde es, wie gesagt, wahrscheinlich mal die Woche auch das öfter mal
wirklich gucken, dass ich auch mal weiter weglaufe so. Dann muss ich mir aber meinen Rucksack mit viel Trinken packen. Aber ja, so, nächste Frage. Und wie gesagt, wie gesagt, Leute, ich habe die mir rausgepickt. Ich habe die mir rausgepickt. Nur mal so, ich habe die genommen. Nur mal so. Was ist eine Sache, die du dir bei deiner nächsten Beziehung nicht wünschst? Und zwar, ja, das ist eine Frage, die werde ich auch beantworten. Und zwar, was ich mir bei meiner nächsten Beziehung nicht wünsche, ist, dass sie endet. Also zum einen, dass sie endet, ne? Weil eben auf dieses ganze Hin und Her persönlich habe ich einfach keinen Bock mehr. Nee, weil es. Das ist. Weißt du, normalerweise ist es so, okay, guck mal. Beziehung. Also, normalerweise ist es so, ich bekomme Beziehung, dann stellt sie heraus, die hat mich verarscht. Und zack, bin ich wieder an derselben Stelle, wie ich vorher war. Eigentlich gibt es sogar mehrere Dinge, die ich mir nicht wünsche. Erstens, ich wünsche mir, dass diese nicht im Internet ist, weil bisher waren alle meine Beziehungen eigentlich nur im Internet. Und auch das bringt mich nicht weiter. Das hat, ehrlich gesagt, so nach einer Zeit, ehrlich gesagt, zu Problemen geführt. Bin ich ganz ehrlich. Immer dieses ganze Internetzeug und so. Das zweite ist, dass ich mir wünsche, oder gesagt, dass ich mir nicht wünsche, dass sie endet. Also, wer weiß, was man möchte. Also eine Beziehung fürs Leben. Und das Letzte, was ich mir nicht wünsche, ist, dass es toxisch ist. Auf jeden Fall nicht. So. Und jetzt die letzte Frage. Sag mal, was du heute anhast. Naja, wie immer ein T-Shirt und eine Hose. Ich bin auch ganz, also was heißt, also eine Hose, eher gesagt eine Jogginghose. Ja, also wie immer eigentlich. Ich trage immer ein T-Shirt und eine Jogginghose. Das große Problem ist halt, weil ich halt übergewichtig bin, kann ich ja auch nicht großartig andere Sachen tragen. Also, nee. Was ich am liebsten tragen würde, ist, okay, also die Hose an sich, ist schon okay. Eventuell vielleicht auch Shorts oder so, ne? Im Sommer halt. Also im Sommer würde ich nicht mit Jeans rumlaufen. Aber so eine kurze Jogginghose, wie ich gerade trage, das ist schon okay. Aber hier, nee. Weil, ob das tatsächlich krasser Fakt ist, ich mag eigentlich keine T-Shirts mehr. Nein, ich mag keine. Also, wenn ich wirklich. Also, ich bin ganz ehrlich, und es ist wieder so ein Zukunftsdenken-Dings. Sollte ich es jemals schaffen, abzunehmen und dann wirklich auch bessere Sachen tragen kann, man wird mich nie wieder in einem T-Shirt rumlaufen sehen. Ich meine damit nicht, dass ich dann oben ohne rumlaufe. Nein. Ich meine damit eher, dass ich zum Beispiel Hemden trage. Also ein Hemd. Obwohl ich muss auch sagen, eigentlich habe ich sogar ein Hemd. Also, ja. Und das ziehe ich auch tatsächlich dann an, immer wenn ich rausgehe. Also nicht genau das hier. Also nicht genau das hier, aber ein Hemd halt. Warum? Weil es besser ist, weil im T-Shirt, ich mag das ehrlich. Nee, wie gesagt, ich mag das nicht. Ich hasse es, ehrlich gesagt, sogar. Ja. Was ich halt irgendwann aber auch noch gerne tragen würde, wären irgendwie Baseballjacken. Ich weiß nicht, warum, ich finde Baseballjacken cool, aber ich kann es halt leider nicht tragen, weil es keine in meiner Größe gibt. Schade. Leider. Ja. Naja. Dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein richtig großes Like das. So groß, dass es. Ja. Und auf jeden Fall, lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich weiß nicht, was das Handzeichen gerade irgendwie sollte hier. Ich wollte irgendwie so machen, aber. Okay, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache, aber. Nee.
Tschüss.